Hallo, freut mich, dass du mich hier bei Bausimulator begleitest. Ja, wir sind hier im Prolog. Wir sollen unseren ersten Auftrag annehmen und dann wollen wir mal wie früher im Sandkasten mit großen Maschinen spielen. So, sprich mit Hey. Okay, was sagt er denn? Ah, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Deine tatkräftige Unterstützung ist hier sehr willkommen. Alleine komme ich kaum mit den Aufgaben hinterher. Weißt du, viele Menschen in der Gegend sind gefrustet und überlegen, wegzuziehen. Wenn es so weitergeht, dann droht dieser Ort zu einer Geisterstadt zu werden. Zu allem Überfluss wurde heute Morgen auch noch die Wasserversorgung unterbrochen. Es scheint einen Riss in der Pipeline zu geben. Wenn du also dabei helfen willst, den Ortsansässigen hier eine zweite Chance zu geben, dann lass uns als erstes mal die Wasserversorgung wiederherstellen. Steig in die Zugmaschine und fahre zum örtlichen Baustoffhandel. Dort liegt bereits ein neues Verbindungsrohr zum Abtransport bereit. Folge einfach der Navigation, um dorthin zu kommen. Wir treffen uns an der Pipeline. Okay, dann treffen wir uns an der Pipeline. Sehr schön, die Zugmaschine. Oh, da steht er. Steige in die Zugmaschine. Sehr schön, wir dürfen Truck fahren. Einen wunderschönen Mack fahren wir. Sehr gut. Ja, wir sind hier in den USA in Sunny Haven unterwegs. Ja, dann mal rein da. So, Steuerung, alles klar. Bremse brauchen wir nicht aufmachen. Das ist schön. Vorfahrt achten. Hier kommt keiner. Und wenn, dann habe immer ich Vorfahrt. Ist ja klar, oder? So, Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es ja anscheinend keine. Das finde ich sehr schön. Was ist das für ein Schleicher hier? Na, nehmen wir mal doch gleich mal hier... Oh, Stoppschild. Naja, egal. Wir haben keine Zeit, wir müssen das Wasserrohr reparieren. Okay, hier soll es reingehen. So, den sollen wir ankoppeln. Oh, Vorsicht. Nicht schon den ersten Unfall beim Auflieger ankoppeln hier. So, rückwärts ran. Mal ein bisschen langsam. Moment, was ist mit der Kamera los? Warum ist der Mauszeiger hier im Bild? Also das ist auch, den könnten Sie ausblenden, während man im Kameramodus ist. 8 Meter, das sind doch keine 8 Meter, oder? Täuscht das so 5 Meter? Okay, wir haben's. Okay, kleine Zwischensequenz. Sehr gut. Zugmaschinen und Sattelauflieger. Zugmaschinen eignen sich Konventionen, unterschiedlichen Transportverhalten, passende Baumaschinen. Okay, ich glaube, damit können wir uns dann später noch beschäftigen, weil da kommt ja noch einiges auf uns zu, habe ich so das Gefühl. Wir können ja auch immer, glaube ich, in so ein Handbuch reinschauen oder die Tipps aufmachen. Aber jetzt wollen wir erstmal die Pipeline reparieren, so ein bisschen näher ran. Ich sehe, wohin ich fahre. Vorsicht, nicht die Fußgänger überfahren. Oh, Gott sei Dank, ist nicht so weit. Da hinten ist das. Oh, die sitzen da gechillt rum. Sehr schön. Also noch kein Wassermangel bemerkbar. Oh, das ist mal eine großzügige Parkfläche. Das gefällt mir. Da kann sogar ich auf Anhieb reinfahren. So, war's das? Geschafft. Puh. Das war jetzt mal nicht so schwierig. Okay. So, ein kaputtes Rohr sollen wir ersetzen. Und ja, dafür haben wir hier einen schönen Kran. Da will ich raus. So, ab zum Kran. Okay, wechsle jetzt in den Mobilkran. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Jetzt hetz mich nicht so. Gut Ding will Weile haben. So, da kommt das Tutorial jedes Mal. F1 Steuerung. Steuerung ist, glaube ich, immer gut. V Construction View. Okay. Was ist das da vorne? Weiß man nicht so genau. Beschleunigen, Bremsen, Lenkung. Ein Aussteigen. Ich will aber die Steuerung vom Kran. Lenkung, Funktionsmodus. Was ist das? Nein, ich will nicht fahren. Sorry. Nicht wegfahren. Okay, Funktionsmodus. Ah, okay. Ich hätte einfach ein bisschen warten müssen. Na gut.
So, heben, senken, Kran rotieren. Dann heben wir mal. So, ich denke, ich muss mal erst das alte Rohr wegmachen, oder? Kran ausfahren, einfahren. Aha, okay. Na, ich hätte Haken hoch, runter. Naja, fast logisch für mich, aber ich werde mich da schon dran gewöhnen irgendwie. So, wir müssen hier ein bisschen rüber. Ein bisschen zurück. Naja, das ist aber ganz schön friemelig. Kann ich das nicht anhängen? Warum nicht? Anhaken, abhaken. Moment, Leertaste geht nicht. Na gut. Also wenn ich das Rohr nicht aufsammeln kann. Und dann nehme ich mir halt das da. Vielleicht geht das. Vielleicht kann ich es auch einfach aufs alte Rohr draufsetzen. Irgendwas mache ich doch schon wieder falsch. Frage ist nur was. Aha, okay, das geht. Okay, das war einfach. Ich habe nicht mal den Kran senken müssen. So, aber ich denke doch. Ich kann jetzt... okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich muss nicht bis ans Rohr runter, sondern ich muss... So, lass das mal hier ab. Ich hoffe, das geht nicht kaputt. Was ich hier für ein... Ich muss in diese Markierung rein mit meinem Kran. Okay, man braucht beide Hände, um den Kran steuern. Und noch, und natürlich noch eine Hand, um die Kamera mitbewegen, weil die will ja nicht so. Die geht nicht automatisch mit, oder? Gab es da einen Kameramodus? Moment mal. Kameramodus, Kameraperspektive, K. Okay. So, kann ich hier die Kamera... Okay, es gibt nur anscheinend diese zwei Ansichten. So, ist das raus oder rein? Raus. Und da muss ich mich noch ein bisschen eingewöhnen. Na gut, man hat auch natürlich ein paar mehr Funktionen hier. So, weiter rein. Und wenn das Häkchen grün wird... Aha, okay, jetzt habe ich's. So, okay, ich habe das kaputte Rohr angehakt, na wunderbar. Das hat ja doch länger gedauert, als ich dachte. So, ich probiere mal das hier, vielleicht geht das einfacher. Kann ich mich hier auch um... Naja, gut, einfacher ist es auch nicht. Lade das Effekte auf die Ladefläche des Aufliegers. Nee, das ist auch nicht einfacher. Vor allem, weil man die Kamera ja dann trotzdem noch bewegen muss, um was zu sehen. Also mit der Cockpit-Ansicht beschäftige ich mich später dann mal noch. Aber jetzt erstmal... Die einfachere Außenansicht, was man so einfach nennt. So, hier soll ich das irgendwo ablegen, genau in die Mitte oder am besten, ne? So, Moment, der Kran, den konnten wir doch auch noch irgendwie drehen. Haken drehen, okay. So, wenn, dann machen wir es schon richtig. Eine grüne Anzeige oder so gibt es hier nirgends. Das zeigt nur an, wo das hin soll. So, dann haken wir einfach ab. Das ist eh kaputt. Ja, das ist mit der Kamera, das ist friemelig. Wie gesagt, wenn man beide Hände an der Tastatur hat zum... Lenken vom Kran und dann immer noch die Kamera schwenken muss. Na, ich will immer mit der falschen Taste den Kran einfahren. So, hier müssen wir irgendwie hin. Okay, drehen wir hier. Das habe ich mir merken können, immerhin. Ja, doch ein bisschen anders wie mit Eimer und Schaufel im Sandkasten, also das gefällt mir schon mal recht gut soweit. Aber da drüben ist noch ein Hammer, ist das irgendwas Besonderes? Warte mal, ich lasse mal das oben. Steig mal kurz aus
Und ja, das sollte man auf einer Baustelle nicht machen, unter gehobenen Lasten durchlaufen, aber ich will wissen, was das ist. Ein goldener Hammer. Solche Sammelstücke verstecken sich überall in der Spielwelt und warten nur darauf, von dir entdeckt zu werden. Na also, sonst habe ich hier nichts. Weil ansonsten wäre ich hier nämlich, glaube ich, nicht mehr durchgekommen. So, ab in den Kran. Wie gesagt, auf der Baustelle nicht nachmachen. Man läuft nicht unter gehobenen Lasten runter durch. Wie genau muss ich das da reinsetzen? Sehr genau. Aha. Und fallen lassen. Defektes Rohr verladen. Oh, eigentlich ist es doch verladen. Ne? Ich könnte, muss glaube ich noch ein bisschen nach vorne, oder? Dann schauen wir mal, wenn wir das noch irgendwie gebacken kriegen hier. Einfach da ein bisschen rein. Na, bisschen auf. So. Und dann noch nach vorne. Ich möchte es gerne in der Mitte haben. Okay, sehr gut. Du bist ja ein Naturtalent. Naja, ich weiß nicht. Jetzt steige ich wieder in die Zugmaschine und bringe das kaputte Rohr zum Schrottplatz. Der liegt im Bauhof am Ortseingang. Okay, soll ich den Kran hier zurücksetzen? Besser wäre es vielleicht. Nicht, dass ihr mit dem Haken auch dem Führerhaus, mit dem Führerhaus an dem Kranhaken hängen bleibt. So, das wäre doch geschafft. Die Wasserleitung ist wieder repariert. Ja, danke für die Hilfe. Ihr steht da rum und guckt mir zu. So kennt man das auf den Baustellen. Die einen arbeiten und... Also zwei arbeiten und 10 stehen drumherum und schauen. So, ab zum Bauhof. Gut, dass wir einen Navi haben. Oh, ich verfahre mich ja gerne. Wow, 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 wow. Okay. Na, ich habe noch keine Brotzeit gemacht, also... Nicht, dass ihr denkt hier, das Brotzeitbierchen hat schon zugeschlagen. Nein, nein. Der lenkt nur irgendwie ganz komisch. Habe ich Plattfuß oder sowas? Also der Kran war da behäbiger. Jetzt bin ich hier aus dem Modus raus. Kann ich hier auch... Oh, das ist sehr schön. Dann schaue ich hier mal... Oh, hä, da steht einer. Sehe ich meinen Spiegel? Naja, viel sieht man in dem ja nicht. Okay, die Ansicht ist ja noch schlechter wie beim Kran. Na gut, 500 Meter noch knapp. Und dann geht's mal los hier. So, wie gesagt, sorry, das ganze Gefummel an die Kamera muss ich mich hier noch ein bisschen gewöhnen und auch an die Tastenbelegung und Einstellungen, aber das werden wir schon hinkriegen. Oder werde ich schon hinkriegen, hoffe ich. So, was ist hier als nächstes? Einfach hier rein. Das schaffe ich. Na? So. Sprich mit Hape. Was will er denn, unser Hape? Hallo, Hape. Was darf sein? Ich bin erleichtert. Durch dein zügiges Handeln und das Ersetzen des defekten Stücks konnten wir die Wasserversorgung erfolgreich wiederherstellen. Gut gemacht. Wo wir gerade hier fertig sind, könntest du mir vielleicht noch bei einer weiteren Sache helfen? Warum wusste ich das? Der alte Joe betreibt ein wirklich mies laufendes Motel am Ortseingang. Und ich habe ihm schon vor einiger Zeit versprochen, ein paar Renovierungsarbeiten bei ihm durchzuführen. Hm? Sei so gut und fahre mit dem Pritschenwagen rüber zum Motel. Ich komme gleich nach und erkläre dir, was zu tun ist. Na gut, okay. 25.000 Credits und 250 XP. Okay. So, zum Motel. Pritschenwagen. Kran hinten drauf. Okay. Sollen wir da die Wände einreißen oder... Weiß ich noch nicht. Sehen wir dann, was Hape da so für uns bereithält. So, die Wege sind ja Gott sei Dank noch ein bisschen kurz hier. Gott sei Dank noch kurz hier. Da braucht man noch nicht viel
mit der Karte rumspielen. Unten links haben wir ja die Navi-Karte. Das ist sehr schön. Oh, diesmal kommt ein... Ja, Moment. Ja, du hast Vorfahrt. Ist ja gut, aber dann fahr doch gleich. Ich habe doch gebremst, Mann. So, könntest du mal Gas geben? Was ist hier? 30er-Zone oder was? So, das soll das Motel sein. Oh, da steht schon eine Walze. Oh, und Hape ist vor mir da. Wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht? So wie ich losgerauscht bin, kann der nicht vor mir da sein. So, okay, hätte ich auch gleich aussteigen können. So, Hape, was los? Der alte Joe möchte, dass wir seinen Vorplatz hier ein bisschen aufhübschen. Das sollte kein Problem sein. Außerdem wünscht sich Joe einen neuen Schriftzug auf dem Dach seines Motels, der vom Highway aus gut zu erkennen ist. Es gibt da ein Hotel in der Stadt, das kurz vor dem Abriss steht. Die Leuchtschrift auf dem Dach konnte Joe, der alte Fuchs, günstig erstehen und ein Kranfahrer von der gegenüberliegenden Baustelle ist mir noch einen Gefallen schuldig. Du solltest später dort die alten Leuchtbuchstaben abholen. Aber als erstes kümmern wir uns um den Vorplatz. Dafür habe ich eine Walze für dich bereitgestellt. Also, steig ein und dann wird verdichtet. Okay, wir verdichten nur. Also wir machen keinen neuen Vorplatz, sondern wir verdichten nur den Schotter hier. Naja, okay. Vielleicht schmeißen wir ja nachher auch noch ein bisschen Teer drauf. Mal sehen. So, dann mal die Steuerung. Also ich denke einmal fahren, lenken, beschleunigen, Funktion. Was ist Funktion? Ah, okay. Die Rüttelfunktion. Na dann. Wie genau muss das sein? Wow, oh, ein bisschen langsamer. So, ich fahre erstmal geradeaus durch. Das vordere Stückchen mache ich dann nachher. Wie schnell kann ich hier fahren? So, den Busch wollte ich nicht ummähen. Ja, das sieht schon mal gut aus, okay. So, wenden mit der Walze. Nicht so easy. Fahren wir hier raus. Scheppert ganz schön das Ding. So, dann die nächste Bahn. Und los geht's. So, ich probiere mal den Vollgasmodus. Ich hoffe, das wird trotzdem alles verdichtet. Zu lang wollen wir hier ja nicht rummachen. Es handelt sich nur um Gefallen. Also wahrscheinlich schlecht bezahlt. Wie alle Gefallen so sind, ne? Ja, aber das klappt doch schon mal ganz gut. Die Hütchen darf ich wohl nicht platt machen da vorne, denke ich mal. Oder sollte ich nicht platt machen? Und dann würde ich sagen... Mach erstmal die Kante hier. Bis zu den Hütchen. Fahr dann nochmal zurück. Na, wirst du? Nicht so zappelig. Okay, weiter geht nicht. Doch, geht, aber... Passt das? Nein, passt noch nicht. Noch ein bisschen weiter. Okay, wir sind am Hauseck angeschlossen. Ich hoffe, das nimmt er ab so. Ich hoffe, das nimmt er uns so ab. So, okay. Viel haben wir nicht mehr. Reicht das hier, wenn ich die... Naja, ich glaube, da fehlt dann... fehlen 20 cm. Na gut. Ein bisschen Friemelarbeit gehört dazu. Das war schon immer so.
So, einmal gewendet wieder. Soll ich hier auch gleich verdichten? Dann fährt sich's auch hinterm Haus besser. Naja, solange ich den Eingang da vorne nicht plattwalze, sollte alles gut sein. So, langsam, langsam. Schön am Rand entlang hier. Sagt er langsam und ist schon wieder im Bleifußmodus unterwegs. Tja, so ist das bei mir. So, das letzte Stückchen hier müssen wir Gott sei Dank nicht verdichten. 49%. Kiesverdichten 96. Moment, 96. Na, dann lasse ich das Eckchen da. Und mache nur noch den Streifen hier vorne. Dann sollte das passen. Wenn ich die Begrenzung über den Haufen fahren. Naja, okay, die gibt nicht nach. Dann sollte es passen. So, zurück. Das kriegen wir noch hin. 97%. Da brauche ich ja nicht mal alles machen, dann bin ich dann fertig. Schön auch, dass die Reifen nicht schmutzig werden. Brauchen wir hinterher nicht so viel mit Dampfstrahler putzen. Okay. Steige in den Pritschenwagen. Das Ding kann ich hier einfach stehen lassen, okay. So, dann muss mein Pritschen... Oh. Hey, danke fürs Umparken. Hast du wahrscheinlich gleich in die richtige Richtung hingestellt. Das ist sehr nett. Fahre zum Monument Hotel. Ich dachte gerade, ich muss jetzt umdrehen. Also M ist die Karte. Wow, das ist ein ganz schön weiter Weg. Na gut. Besorge die Buchstaben. Jawohl, mache ich. Hey, mache ich. Ich hoffe, du zahlst auch richtig. Nachher oder ordentlich. Oh, Vorsicht. Nicht die Fußgänger ummähen. Weil wozu soll ich hier alles in Ordnung bringen, wenn hier dann keiner mehr wohnt, lebt. So, also hier muss irgendwie 30-Zone sein. Hier fahren alle so langsam. Aber macht mir nichts. Ja, ich gehe schon wieder auf meine Spur. Es kam ja kein Gegenverkehr, also... Poh. Alles gut. So, jetzt werden die Strecken so langsam weiter, nehme ich an. Was sagt mein Sprit? War das eine rote Ampel? Ich habe nichts gesehen. Ja, ich glaube, man muss da auch mal tanken und so. Fahrzeuge eventuell zur Werkstatt bringen. Vor allem, wenn man sie gegen die Leitplanke fährt. Denke ich, könnte da schon was kaputt gehen. Ich sollte vielleicht ein bisschen langsamer machen. Langsam, habe ich gesagt. Also die Innenansicht ist momentan gerade noch nichts für mich. Da muss ich noch mal... muss ich noch dran arbeiten und öfters mal mit Innenansicht fahren, aber nicht gerade hier auf der Serpentinenstrecke hier. Oh, richtige Großstadt da vorne. Ob wir da auch noch ein bisschen basteln dürfen? Bin ich ja neugierig. Also das scheint nicht nur Hintergrunddeko zu sein. Warum bremst der jetzt so stark? Na gut, ich fahre hier durch. Sorry, ich war schneller. Oh, ich mach doch mal ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht, wie stark die hier eine Reifenabnutzung gibt. Nicht, dass ich hier mir einen Plattfuß fahre. Das wäre ja auch nicht so gut. Wie gesagt, also die Stadt ist wohl nicht nur zur Deko da. Es kam keiner. Schaltst da wirklich auch auf grün? Da ist mein. So, da muss ich hin. Ist Leertaste eigentlich die Handbremse? Leertaste? Gibt es eine Handbremse? Nö, gibt keine Handbremse. Na gut.
Da soll ich hin. Sehr gut, was jetzt? Monument Hotel. Monument, okay. Oh. Steige in den Turmdrehkran. Wow. Hape? Hape? Hallo? Könntest du das machen? Sorry, aber ich habe Höhenangst. Na gut, ich werde meine Höhenangst in der nächsten Folge überwinden. Danke, dass du dabei warst. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.